Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, ich muss jetzt gestehen, dass ich jetzt wieder eine ganze Weile nicht mehr gespielt habe und keine Ahnung habe, was überhaupt gewesen ist oder wo wir stehen geblieben sind. Was tun wir als nächstes, Holmes? Das ist die Frage. Das wüsste ich nämlich auch gerne. Wir schauen mal eben nach, was die Aufgaben waren. Also, das Miniaturmodell einer Maya-Pyramide müssen wir verwenden. Wir müssen ein Kartenteil verwenden. Ach, das können wir doch in den Globus reinsetzen. Das ist gut. In einem Zimmer auf dem unteren Stockwerk von Albeits Haus steht ein kleines Bett. Ach so, nee, das waren ja die Sachen, die wir schon rausgefunden haben. Das heißt, ich würde jetzt mal glatt behaupten, dass wir wahrscheinlich, warum gehe ich denn dann eigentlich? Weil ich gerade nicht mehr weiß, wie ich mit der Karte handhaben kann. Ich würde sagen, dass wir mal zum Club reisen. So. Die Leute stehen hier alle noch, okay. Dann schauen wir mal, dass wir das Teil oben einsetzen können. Greystoke soll durch den Speer der Statue gestorben sein. So, in dem Globus fehlt dann nur noch das eine Teil. Nee, uns fehlen noch zwei Teile, ne? Oh. Okay, ich dachte, wir müssten jetzt beide Platten einsetzen. Okay, was ist das? Was war denn das gerade? Okay, also wir befinden uns jetzt hier anscheinend in dieser Pyramide. Die Frage ist, befinden wir uns jetzt in der echten Pyramide oder befinden wir uns jetzt in dieser kleinen Pyramide, dass wir da irgendwie mit so einem mit so einem Zauber reingezogen worden sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns wohl in der echten Pyramide befinden. Dass Sherlock sich... Oh, Wandmalerei. Oh, oh. Okay, ich habe gerade meinen Gedanken auch schon wieder verloren. Oh. Ah, das sieht aus wie ein Rätsel, was ich in Teso mal gemacht habe. Ich glaube, dann musste man in der Reihenfolge der Zeichen hier drauf gehen. Jetzt ist die Frage, das ist gar nicht da drin. Okay, Schlange... Was passiert denn, wenn wir einfach nach vorne gehen? War eine ziemlich dämliche Frage eigentlich. Ich habe beim Gehen nämlich gesehen, dass da schon einer gestorben ist. Aber das heißt, wir dürfen wahrscheinlich nur die betreten, die auch wirklich oben angezeigt sind. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist das. Das ist aber gar nicht drauf, ne? Und der Linke, der hat uns schon getötet. Also da können wir definitiv nicht raufgehen. Das heißt, eigentlich müssten wir anders... Ich bin auf diesen vier Platten bin ich gerade gewesen. Warum? Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Warum bin ich denn jetzt hier gestorben? Da hinten darf ich nicht rum. Das darf ich doch betreten. Und das rechts darf ich doch auch betreten. Wieso? Hä? Ich verstehe es nicht. So, links die Platte. Hallo? Wieso darf ich die nicht betreten? Ich glaube, ich muss mir mal meinen Zettel holen, damit ich mir das aufschreiben kann, wo ich überhaupt hingehen kann.
So, also das sind doch alles genau die gleichen Zeichen. Wieso darf ich die denn nicht betreten? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ach so. Ah. Doch, ich verstehe es, glaube ich. Also, ich darf nur die Zeichen betreten, was auch die Zeichen sind von dieser Reihe. Das heißt, hier müsste ich jetzt eigentlich ein X. Aber das haben wir hier nicht. Aber die haben wir zweimal übereinander. Dreimal übereinander. Und dann dahin. Und dann zu dem Kreuz. Es ist leider nicht wie ein Teso, aber es ist clever gemacht. So, Moment. Das heißt, ich kann hier links rein. Die Frage ist jetzt, möchte ich hier überhaupt links rein oder möchte ich woanders hin? Aber wir gehen hier mal rein. Und sehen dann, dass es ein Sackgasse ist. Wieso war mir das jetzt nur so klar? Okay. Ich denke mal, wir müssen geradeaus. Ja, da darf ich ja noch rum. Da darf ich nur auf das X drauf. Ich hoffe. Und da drauf. Ich hoffe, dass ich jetzt auch den richtigen Weg laufe. Das Problem ist... das Problem ist, das ist eine Sackgasse. Also da könnte ich noch rein. Aber ich könnte dann... Obwohl, muss ich dann zurück eventuell. Ich muss da... Muss ich da rum. Nicht auf das Falsche gehen, Junge. Dann auf dieses Auge. Dann auf diesen komischen fliegenden Fisch. Und dann muss ich bis zu einem Kamm, der aber nicht hier ist. Scheiße. Nee, das ist kein Kamm, das ist ein Kopf. Aber der ist trotzdem... Oder? Doch, Moment. Da ganz unten, oder? Da ganz unten ist er. Ja, das ist doch der Kopf hier. Ja, dann gehen wir dahin. Und zur Schlange. Hier darf ich nur auf die Schlange und ich muss dann wieder diesen Kopf mit dem Schnabel. So. Da können wir eigentlich auch mal kurz gucken, aber ich gehe mal stark davon aus, ja, dass das auch eine Sackgasse ist. Okay, das wollte ich nur noch mal eben sicher wissen. So, dann haben wir jetzt hier den Kopf und von da aus müssen wir zum Fisch. Dann dahin. Und dann zu diesen, was auch immer das jetzt für Zeichen sind. Ah, wir haben es geschafft. Ist das geil. Okay. Super. Eklig. Super eklig. Kakerlaken habe ich gerade gesehen. Hier kann man auch nichts machen, ne? Wenn jetzt hier irgendwelche Fallen kommen, dann bin ich aber ganz schön geliefert. Was bist du denn für ein Ding? Bunte Laterne oder sowas? Okay. ja, Labyrinthe und ich. Okay, also es scheint auch nicht so weitläufig zu sein. Ich würde nämlich gerne überall mal eben gucken, ob da vielleicht irgendetwas ist, mit dem wir interagieren müssen oder so. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Okay. Oh, scheiße, schon wieder ein Rätsel. Oh nein, ich will hier wieder raus. Okay, oh Gott. Das erinnert mich jetzt an Tomb Raider. Was? Wo sind denn hier die Löwen? Hilfe! Kommen die jetzt raus, wenn ich jetzt was Falsches mache oder wie? Oh! Wow. Okay. Ach, damit drehe ich eine halbe oder wie? Wie viele sind denn offen? Das ist noch. Das. Oh Gott, ich weiß jetzt. Ey. Leute, ganz ehrlich, wollt ihr mir das wirklich antun? Ich drehe jetzt mal hier ein Viertel. Da müsste ich ja mit dem Ding jetzt ein Viertel nach links fahren. Ja, oder ich fahre ein Viertel nach rechts. Moment, passt das vielleicht zusammen?
Anscheinend nicht. Ach so, die anderen passen nicht. Okay. Also dann müssen wir anscheinend doch das Richtige nehmen. Aber das haben wir ja gar nicht drauf. Moment, jetzt bin ich hier. Das haben wir drauf. Das ist da hinten. Moment, dann drehen wir das doch erstmal. Nein, wieso gehst du jetzt nach links? Also es geht immer in die Richtung, wo der Pfeil ist, oder wie? Nehme ich mal an. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis wir an unserem Ziel angekommen sind. Eins. Nein! Sag mir nicht, dass das zu viel ist. Scheiße. Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ach so! Wieso habe ich das nicht mitbekommen? Das Ding dreht sich mit, aber wo wollen wir denn überhaupt hin? Das ist die große Frage. Das ist zu. Das ist ja die Tür, wo wir reingekommen sind. Denke ich. Hoffe ich. Und das ist auch zu. Das dreht sich jetzt nach rechts. Wir probieren es einfach mal. Ich weiß nicht, wie weit sich das jetzt genau dreht. Nein! Ich komme nicht dahin. Wollt ihr mich denn verarschen? Moment, das vielleicht noch eins weiter. Und dann ein halbes. Aber dann würde ich ja an die gleiche Stelle wieder kommen. Vor allen Dingen, welches dreht sich jetzt nach rechts und welches dreht sich jetzt nach links? Ich probiere es mal einfach. So, das dreht sich nach rechts. Oh. Geht das vielleicht doch ein bisschen schneller hier? Oh, Hilfe. Okay, wir probieren jetzt einfach mal nochmal hiermit weiter zu machen. Nein! Wollt ihr mich denn verarschen? Ich mache jetzt damit weiter. So, was habt ihr jetzt davon? Ich blicke hier echt überhaupt nicht. Also, ich verstehe, dass die Ecken die Richtung symbolisieren. Nein! Kann ich denn überhaupt dahin? Das ist jetzt die Frage. Kann ich das nochmal resetten, bitte? Ich hätte jetzt gesagt, okay, wir machen jetzt... Nee, aber wir können ja kein halbes machen. Nein! Das ist doch wieder genau falsch. Oder muss ich da hin? Moment. Nee, da sind aber... Ich weiß nicht. Ich denke mal, ich muss da irgendwie ran, um vorher irgendwas machen zu können oder so, oder? Ehrlich gesagt, ich verstehe es jetzt im Moment überhaupt nicht. Wir gehen jetzt einfach nochmal ein Viertel weiter. Die jetzt? Die ist jetzt kurz davor.
Gehen wir da jetzt nochmal ein Stückchen weiter. Kann ich hier irgendwas machen eigentlich? Kann ich irgendwas sehen oder so? Nee, ne? Also ich komme immer genau in der Hälfte aus, was natürlich scheiße ist. Der fährt zurück. Ich meine, das habe ich alles verstanden. Der hier fährt nach links zurück um die Hälfte. Der fährt nach links um ein Viertel zurück. Der fährt um ein Achtel nach links zurück. Und die fahren entsprechend nach rechts um ein Achtel, um ein Viertel und um die Hälfte. Ja, so weit, so gut. Der ging nach rechts, oder? Dann mache ich den jetzt mal. Der ist aber so viel weiter gegangen jetzt. Außerdem verliere ich so langsam den Überblick, wo ich eigentlich herkam. Oder ist das die Seite gewesen, wo ich hergekommen bin? Ich hätte mich vielleicht mal nach oben orientieren sollen vorhin. Und das ist dann die Richtung, wo ich hin muss. Das kann natürlich auch sein. Wir fahren jetzt mal ein Viertel nach links. Und wo ist das? Da. Fahren wir noch mal die Hälfte. Nee, wir fahren ein Viertel. Oh Gott, das ist so kompliziert. Wahrscheinlich ist das total einfach, wenn man einmal weiß, wie es geht, aber... Nein! Ja, Arschlöcher. Achso, da wollte ich auch gar nicht hin. Moment, wo bin ich denn jetzt? Wo wollte ich denn jetzt hin? Moment, die Tür? Ich wollte nach rechts. Ich wollte nach rechts. Wieso fahre ich denn nach links? Ich weiß es nicht. Also ich komme immer dazwischen. Das ist das Problem. Aber das kann ich ja auch nicht ändern. Das geht nämlich jetzt daneben. Oder ich muss wirklich zu diesen Teilen hinkommen, um irgendwie eine Feinjustierung zu machen oder sowas. Das weiß ich denn. Ich habe doch davon keine Ahnung. Aber der geht jetzt daneben. Der geht jetzt auch nicht drauf, so wie ich das sehe. Boah, seid ihr Drecksarschlöcher, jetzt mal ohne Scheiß. Och Mann, das ist doch nicht normal. Das ist jetzt genau die Hälfte da hinten. Pass auf, ich werde dich jetzt austricksen. Ich werde jetzt drehen. Nein! Okay, ich glaube aber, dass ich da jetzt wieder rauskomme, falls der jetzt wirklich da drauf kommen sollte. Du Arsch! Wieso gehst du da nicht drauf? Ich will raus hier. Oh Mann. Wenn ich jetzt von hier aus genau bis zur Mitte gehe, habe ich links von mir genau auf einer Viertelumdrehung. Mal gucken, ob wir da hinkommen.
Oh, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht normal. Ich würde das gerne resetten, aber resetten kann ich es ja auch nicht, ne? Nee, nach rechts ist hier. Ich bin irgendwo dran gekommen. Wie geil ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Oh. Nein, das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich dachte, ich kann damit irgendwas justieren oder so. Also ich muss dann hier nach rechts. Das ist doch scheiße. Ach, aber das funktioniert ja. Wollt ihr mich veräppeln oder was? Moment, wenn das jetzt gerade ist. Da kann ich sowieso nicht hin. Da kam ich aber auch, glaube ich, her. Dann ist direkt eine Vierteldrehung jetzt links das, wo ich noch nicht dran war, oder? Oh. Okay, also man muss sich anscheinend an der Mitte orientieren. Mein Gott. Okay. Weil wir sind nämlich schon ziemlich knapp hier mit der Zeit. Das ist nämlich jetzt auch noch so ein bisschen. Die Zeit sitzt mir quasi im Nacken. Jetzt habe ich hier nichts, was jetzt wirklich funktioniert. Och nö. Wo ist denn der andere jetzt? Achso, der ist hier. Das heißt, ist das... Das ist aber keine Viertelumdrehung nach links, oder? Also, ich mach's jetzt mal so, dass ich jetzt alles einzeln nach links drehe. Weil das ist mir hier ehrlich gesagt zu kriminell. Nachher verpasse ich das dann. Jetzt habe ich zweimal gedreht. Dreimal. Nein, ist das jetzt euer Ernst? Jetzt habe ich dreimal gedreht. Ja, dann machen wir es anders. Dann drehen wir jetzt wieder zurück. Da hätte ich dann zweimal gedreht. Dann machen wir jetzt eine Vierteldrehung nach links. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber es hört sich irgendwie ganz gut an. Und eine kleine Drehung nach rechts. Ah. Das war der böse Blick, weil ich ihm im Blick gehalten habe. Deswegen hat das jetzt funktioniert. Oh mein Gott. Okay, hallo. Mach. Okay, perfekt. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ist und wie ich da hinkomme. Ach da, okay. Da müsste ich dann jetzt doch wieder, oh Gott, die Viertelumdrehung machen. Aber in die andere Richtung. Scheiße. Okay, Viertelumdrehung. Und jetzt eine halbe wieder zurück, weil wir in die falsche Richtung gegangen sind. Ah. Und eine Viertelumdrehung nach links. Und da mache ich den Evil Look. Wollt ihr mich denn? Och Mann, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh.
ein Viertel nach links. Dann mache ich jetzt eine zurück nach rechts. Und mach noch eine zurück nach rechts. Aber da komme ich wahrscheinlich jetzt wieder direkt daneben aus, oder? Oh mein Gott, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Perfekt. Perfekt. Ja, ich würde sagen, dass wir hier aber mal einen kleinen Cut machen. Und wenn jetzt noch weitere Rätsel auf uns zukommen, müssen wir das leider in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.